mit dem Fahrrad zum Miniland in Heimstetten bei München. In 3 Wochen beginnt das Oktoberfest. Die Ruhmeshalle. Und die Bavaria. Vorbei am Hauptbahnhof und am Königsplatz. Der Karolinenplatz. Und der Platz der Opfer des Nationalsozialismus. Prinzregent Luitpold. Vorbei an der Feldherrnhalle. Die Ludwigstraße. Vorbei am Bayerischen Nationalmuseum. Über die Isar. Der Friedensengel. Vorbei an der Villa Stuck und an der Statue für Richard Wagner. Und hinaus ins Grüne, ein Sonnenblumenfeld. Kürbisse zum Verkauf. Schön grün hier. Der Containerbahnhof. Das Wetter ist sehr regnerisch. Der Heimstettener See. Über die A99. Endlich in Heimstetten. Eine hübsche Kapelle und gleich bin ich da. Der Eingang zum Miniland. Zuerst eine Stärkung. Und hinein in die Ausstellung. Der Flughafen und ein Flugzeugstart. Die letzten Startvorbereitungen. Ready for takeoff. Und das Flugzeug hebt ab. Dann noch eine Landung. Heute ist der 3. September 2017.
Ich bin heute hier, weil das Miniland am 10. September hier schließt und dann erst nächstes Jahr wieder in Straubing eröffnet. Ein Jahrmarkt und jetzt einfach die Modellanlage weiter genießen. Und jetzt wird es Nacht. Der Jahrmarkt. Ein Fußballspiel. Ein kleines Feuerwerk. Eine Baustelle und ein Rettungshubschrauber bringt Hilfe. Schloss Neuschwanstein. Es wird wieder hell.
eine wirklich hübsche Stadt. Ein Brand wird gelöscht. Und ich verabschiede mich vom Miniland. Jetzt geht es wieder zurück. Es ist weiterhin sehr, sehr regnerisch. Am Münchner Messegelände entlang die Riemarkaden, im Hintergrund der ehemalige Tower. Ein schöner Maibaum. Das Maximilianeum. Die Isar führt zurzeit sehr viel Wasser. Ein Straßenfest. Etwas für Mutige. Und weiter geht's. Über die Theresienwiese. Auf Wiedersehen und ich wünsche noch einen schönen Tag.